Moin Moin! Hi! Da sind wir endlich mal Moment. Wieder. Kein Ton. Oder doch? Doch, ich war gerade ein bisschen irritiert. Aber gut. Okay, also hi, ja. Und ich bin's leid zu sagen, da sind wir endlich mal wieder. Ja, es ist momentan halt ein bisschen... Es ergibt sich immer nicht so. Ja, man hat auch da eben Monster Ranger gesehen, das werden wir auch nochmal antesten. Mal gucken. Komm noch. Ich spiele das diesmal nicht. Ich habe schon den einen Teil gespielt bei unserem Angezockt. Ach ja, stimmt. Da war ja mal was. Ist ja nicht so, dass es schlecht ist, aber ist auch nicht gut. Also die Idee ist nicht da. Naja, aber jetzt geht's um Yu-Gi-Oh! Shin kennt's schon, der hat schon auf Japanisch gespielt. Ich habe noch gar nichts groß. Also ich habe mal rüber geguckt, ne? Also es sieht billig aus, das auf jeden Fall. Also sehr unschönes, könnte viel schöner aussehen. Also die PSP-Spiele Yu-Gi-Oh! Und alles, was ich schon mal gesehen habe, sah viel besser aus. Aber ich bin gespannt, wie man das Spiel spielt. Vor allen Dingen ist das deutschen Text. Gerade deswegen. Da war ich wirklich überrascht, aber. Aber für 40 Euro. Naja. 20 vielleicht. Sushi. Ja, aber ich wollte eigentlich meinen richtigen Namen, weil es ja dann mein Speicherstand ist. Das ist diesmal aber egal. Es ist mir egal, mein Gott. Da hast du deine Uschi. Ja. Ich finde den Hauptcharakter optisch eigentlich cool. Oh, für Yu-Gi-Oh! Ja, es ist okay. Gibt Schlimmeres. Wobei die Haare vorne so ein bisschen an so einem Ziel-Charakter erinnern. Wow, es gibt ein Alter. Das war vorher nicht so. Anderes, es gibt nichts anderes. Aber eigentlich sind wir jetzt anderes. Du bist männlich, ich bin weiblich. Du musst es nicht, wir sind Sylphimon, ne? Ja, okay, aber passt schon. USA, Kanada, Mexiko. Ach, Österreicher, wie? Du weißt, warum ich von Österreich bin. Warum können wir Bundesland nicht angeben? Das ist eine gute Frage. Aber eigentlich finde ich das auch ein bisschen komisch. Also ich meine, beim Japanischen war das auch nicht. Also das mit dem Alter, finde ich, ist ja okay. Aber extra das noch mit dem Land und so, also bei Kindern? Ja. Ist wahrscheinlich für die Online-Funktion. Also wenn du haben wir nicht gerade, darfst du nicht. Haben wir nicht gerade angegeben, wir sind nicht in der Grundschule? Ja, eigentlich schön. Das ist aber leider nicht synchronisiert. Ja, mein Gott, ist das alt. Langweilige Einführung, kennt jeder. Also, kennt nicht jeder, aber es ist halt langweilig und das kennt jeder. Das erinnert mich aber ehrlich gesagt in erster Linie, wenn ich es nicht wüsste, würde ich denken, es ist ein PSP-Spiel. So wirkt es doch teils, ja. Ja, so sieht es auch aus. Aber im Blaulicht. Super. Ja, da oben. Na, danke. Aber warum ich? Warum nicht sie? Hä? Weil du spielst. Das ist das Feuer-Symbol. Das, was er auf dem T-Shirt hat. Mhm. Mach dich bereit für den Rush. Hi. Ja, der Hauptcharakter aus Heavens. Den finde ich aber eigentlich optisch auch recht cool. So, ne? Vorstellinator. Wie findest du das eigentlich, dass Sevens bei uns nicht läuft? Ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Es wirkte okay. Ah ja, aber das ist für mich eine Art Reboot, weil man wirklich versucht hat, wieder Jüngere anzusprechen und das Spiel ja nun etwas moderner, flotter gemacht hat und nicht mehr so. Auch wenn es vielleicht bei vielen Nostalgikern nicht ankommt. Fun Fact: Eins der drei Dinger stimmt. Was denn, echt? Mhm. Ja, dann ist es wahrscheinlich das zweite. Richtig. Weil das erste wüsste ich nicht und ernsthaft ein Kaktus namens Pizzi. Ja, ja. Also ich kann natürlich nicht im Stand, sondern wenn ich mein Bein dementsprechend in die Hand nehme. Ja, so wie Kinder früher. Genau, aber das kriege ich sogar heutzutage noch hin. Ich glaube ich nicht. Aber dafür kann ich das hier, ja, und du nicht. Und das mit dem Seilspringen, das hier, du zeigst es mir, aber sagst nicht was. Ja, ich hab Moin. Ja, war auch nur für dich gemeint. Hi! Und das mit dem Seilspringen, das kann man zumindest bei der FF9-Trophäe bezeichnen. Oh ja, das können wir nicht, aber das würden wir gerne können. Also wir können Seilspringen, aber ich meine nicht bei 9 halt. Ja. Ja, und wie soll ich das beschreiben? Also, was ich kann und was Shin nicht kann, also, wie beschreibt man das?
mit den Fingern so teilen, so Finger teilen Spock. Oder so. Ja, also er kann es ja. Aber das ist ja genisch bitte. Schere, Stein, Papier, Spock. Das ist Spock? Ja. Schäsch. Mhm, so tracky dann, du. Dann würdest du ja verlieren, würdest du könntest. Nee, warte, ich bin kein Tracky. Ich auch nicht. Ich glaube, so heißt er gar nicht. Doch, ich glaube schon. Komm, Schutzgeist. Heißt der Luke? Okay. Der kann doch aber möglich sein. Ab und zu haben die doch auch mal so andere Namen. Schon so. Also nicht immer alles japanisch. Thomas. Bei dem mochte ich nur irgendwie dieses Halsband und den Hals nicht. Aber sonst sah er eigentlich auch ganz cool aus. So ein Rivalen. Aber der hat bestimmt nicht diesen Namen. Gavin? Im Japanischen sowieso nicht. Es ist auch wieder typisch amerikanisch. Ich dachte, sowas hätten wir hinter uns. Ja, Hauptcharakter, japanischer Name, alle anderen so Kevin und so. Gavin, Kevin, ist doch dasselbe. Siehst du? Er guckt nach. Ja. Wie heißt sie jetzt? Jetzt kommt's. Aber so vom Gesicht erinnert sie mich ein bisschen an Roli. Andersrum. Nein. Doch, Romin kann sie so sein. Nein, ich glaube, das sind Ami-Namen. Naja, bei Luke bin ich mir wirklich nicht sicher. Ich meine, der hat einen relativ... Weißt du, woran mich das Spiel gerade so erinnert? An dieses Jump-Spiel. Hier sind mal Jump Wars, ne? Mhm. Das ist auch immer... Der redet, ist in Farbe und mehr ist er auch nicht. Was ist das eigentlich für ein Ding? Das ist einfach so eine Maschine, die es in der Welt gibt. Stoppuhr? Ich meine, im Prinzip sieht das aus wie eine Stoppuhr. Barry, moin! Sie hat den Weg zu uns gefunden. Ja, was denn? Von mir. Aber welches Video? Sehen wir jetzt schon was? Wie bu, wie bu. Seid gegrüßt, Erdlinge! Was? Nudlina. Magst du Nudeln oder was? Barry mag Huhu. Ist doch falsch geschrieben? Nein, ich weiß. Huhu, aber... Ah, siehst du? Ah, okay. Okay. Kirishima, der Name. Und doch Romin. Ja, ja. Aber Kirishima, wohl. Ja, war er nicht aus Cyberspace? Ja. Doch, doch. Deswegen sagte ich doch halt, also Luke war schon, aber der andere halt nicht. Da, das ist bestimmt dieser Gakuto, den haben sie jetzt hier zu Gavin gemacht, nehme ich mal stark an. Ich präsentiere das Goa Rush Duel Battle Royale. Aber warum ist das jetzt ein Vibe in... Ist das überhaupt Mensch? Nee, ist das ein Alien. Ja, aber ist das jetzt nur so, oder ist das... Das weiß ich nicht. Ich hab's auf Japanisch gespielt. Ja, es ist... Zwar relativ weit, aber trotzdem. Es ist seltsam. Also. Ja. Aber sie hat da auch... Ne? Ja, weißt du denn das nicht? Heiligenschein ist uncool, deswegen hat man jetzt Planeten über dem Kopf. Ja, was will man nur ohne dich machen, Schutzgeist? Du hast Seven Sevens ein bisschen weiter geguckt als wir. Wir haben, glaube ich, nur die ersten 3-4 Folgen maximal. Ich glaube, ich habe nur 3 geguckt erstmal. Ich habe es irgendwie immer wieder vergessen. Aber dann kommt ja auch noch die Sache dazu, dass es ja auch Englisch-Sub ist. Und wenn ich schon mal Sub gucke, dann will ich wenigstens wirklich Deutsch gucken. Das ist dann halt, naja, angenehmer, ne? Also wir werden heute leider auch nicht zu diesen Max-Karten kommen, womit man 3 Monster kombiniert. Naja, sehen wir ja. Also ich würde gerne trotzdem jetzt wissen, wie dieses... Spielprinzip funktioniert. Im Anime habe ich es ja ein bisschen gesehen. Ja, nee, der erzählt ja auch immer nicht so viel, aber ging eigentlich, war eigentlich ganz gut. Deswegen vielleicht spiele ich das dann selber auch mal. Wow, im Hintergrund fliegt das. Das war wohl die Stoppuhr. Ah. Was hat er mit König sein? Na hier, dieser Gavin, der heißt bestimmt Gavin. Mhm. Der hat übrigens Haarklammern im Haar. Siehst du? Stimmt, ich sehe es. This is getting good.
Wow. Also ich muss aber trotzdem sagen, so Rush-Duelle können schon interessanter sein als ein normales. Das Einzige, was aber ziemlich, also was, naja, was heißt gefallen, aber, also die Karten sehen ja ganz anders aus, ne, als die alten Karten. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das schlimm finde. Also ich meine, neu heißt ja nicht immer schlecht. Viele finden das Design nicht so gut. Ich persönlich finde eigentlich, die sehen okay aus, aber man merkt natürlich, wenig Text, großes Bild, ne, damit Kinder, oh cool, aber naja. Wenn man sich dann das doch einfacher merken kann, besser spielen kann. Seien wir mal ehrlich, auf so alten Yu-Gi-Oh!-Karten waren manche Texte ziemlich seltsam beschrieben. Geh, wohin du möchtest. Willkommen in der Welt von Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ja, das war schon immer Dawn of the Battle Royale. Also außer in dem PlayStation-Spiel. Aber in den anderen so war es ja immer, dass man ja, hier umgehen gut, konnte. Dann PSP, weiß ich jetzt auch nicht weiter vor. DS. Ich glaube sogar für PS5 von GX war auch schon so, ne, dass man da ein bisschen... Können wir kurz gucken? Ja, ist egal. Wir haben noch gar kein Deck. Tschüss. Wie sollen wir denn spielen? Musst du den anlabern. Aha, da gibt es sogar eine Charakterinfo. Geh doch bitte einmal raus. Ja, da haben wir aber noch nicht viel, oder? Ja, wahrscheinlich doch, eben, okay. Oder? Würde ich mal meinen. Also ich will nur mal kurz gucken, dass da so... Ja, logisch. Das sind wir. Da steht ja du. Das bist du. Ein neuer Schüler an der Grundschule Goa Nummer 7. Du hast gerade erst mit Rush Roll angefangen. Nein, wir haben noch gar kein Deck, aber gut. Und noch einen weiten Weg vor dir. Das stimmt allerdings. Ohne es zu wissen, bildest du die mysteriöse Kraft, Verbindung über Rush Roll herzustellen. Guys. Ja. Also Barry. Und sich in Rush Roll mit möglichst vielen Gegnern. Nee, um sich mit Rush Roll mit möglichst vielen Gegnern zu duellieren, hat er beschlossen, jetzt auf einmal er und nicht du. Ah, okay. Am Goa Rush Roll Battle Royale teilzunehmen. Das ist irgendwie ein bisschen doof geschrieben. Also wenn da du stehst... Der sieht süß aus. Ich finde, er sieht halt cool aus, nach wie vor. Na komm. Er ist... Du weißt es schon. Okay. Das kannst du nochmal lesen. Er ist der Hauptcharakter. Genau. Also die drei wichtigsten solltest du einmal kurz... Yuga, sehen. Ein Fünftklässler an der Grundschule Goa Nummer 7, der Duelle und Erfindungen liebt. Weil er mit den strengen Duellen der Erwachsenen unzufrieden ist, entwickelte er neue Regeln, damit alle weltweit wieder Spaß an Duellen haben. Warum ist der Name schrecklich? Sein Signaturmonster ist Seven Straßen. Seven Road Magician, sage ich lieber also mal. Also Straßenmagier. Ja, ja, aber wie gesagt, er hat sich halt ausgedacht. Ja, die zwei nimmt noch kurz mit, der ist es dann. Der selbsternannte Duell-Champion der 7. Grundschule in Goa aus der Klasse neben Yuga. Also Parallelklasse. Ja. Übrigens, du kannst sogar den Ausdruck wechseln und die Stimmen abspielen. Also bis auf die Pose ist der Rest eher... Naja, weiter. Aber war ich jetzt? Die Gerüchte. Gerüchte um den Titel König der Duelle haben ihn auf Yuga aufmerksam gemacht, während er nach einem Weg sucht, König zu werden. Besitzt eine seltsame Kraft, die elektrische Geräte in seiner Nähe zerstört. Sein Signaturmonster ist Multischlagdrache Dragias. Aha, okay. Also mal wieder Drachen. Was ist ein Yu-Gi-Oh! Ohne Drachen? Geht ja gar nicht. Sie zinkert dir zu. Okay, nein, oder nicht? Schmerzen. Okay, nein, Schmerzen. So. Yugas Klassenkameradin und die beliebte Gitarristin in der Band Rorumin. Okay. Beginnt mit Rush Duel nehmen, nachdem sie Yuga und dessen Freunde trifft. Da wurden die auch erst erfunden. Das Thema ihres Decks ist Musik und die wichtigste Karte hat sie von ihrem Vorbild, der Gitarristin Prinzessin G. Geil. Scheiß drauf auf die. Gut, dann wollen wir mal. Warte. Du hast noch kein Deck. Ja, das ist auch ein unwichtiger. Wir reden erstmal mit ihm hier. Hi! Ja, toll. Also er sagt jetzt einfach nur, die mit Sprechblasen sind. Wichtig. Beziehungsweise lassen sich anreden. Kann erklären uns jetzt. Ja, wir reden dann einmal alle kurz an. Ich denke, das kann man aber überspringen, so teils, weil, seien wir mal ehrlich. Interessiert jemanden wirklich das, was die so sagen? Nein! Wir wollen die Duelle sehen. Gut, dann... Ja, die Stoppuhr musst du auch anquatschen. Nee, wir können auch einfach weitergehen. Okay. Zentrum und Grundschule. Bist du nicht gerade bei der Grundschule? Ich bin bei der Grundschule, ja. Warum steht denn da noch neu? Weil wir da noch nicht hin teleportiert sind. Und da gibt's auch da Klassenzimmer. Okay. Aber wir gehen sofort weiter, weil wir ja erstmal die Karten haben wollen.
Naja, unser Deck, den da. Seven Road Magician. Den gebe ich aber zu, den finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Also ich meine, ich bin auch kein Fan von Schwarzen Magier, aber der sieht doch ein bisschen besser aus. Aber schön, dass wenigstens während er lädt, da dann Attacke, ja, Verteidigung, ein bisschen Text steht, ist dann nicht ganz so langweilig. Hoffentlich sieht man aber mehr Karten jetzt unter 2 und 3. Weiß ja. Wir brauchen immer noch erst ein Deck. Naja, vielleicht kriegst du gleich eins. Ja. Was ist denn daran verkehrt in der Welt, wo jeder quasi ein Duelland ist? Ja, klar, aber ganz ehrlich, ich würde dann auch erst so mit Freunden spielen. Okay, und das sind auch noch Kinder. Ah, darf ich mal ehrlich sein, der Typ da, also Gavin, ne? Also der einzige Amerikaner quasi, ne? Nein. Busch. Der passt irgendwie optisch zu den anderen drei so null. Die anderen drei sehen so hervorstechend und cool aus und er sieht aus wie so ein x-beliebiger NPC. Ich meine, du weißt doch dieses Prinzip, wenn irgendjemand in so einem Kinderanime, irgendein Duell bei so einer Liga-Wettbewerb, wer gewinnt? Der auffallend coole oder der total blasse Nebencharakter, ne? Mhm. Ich muss aber immerhin sagen, es ist trotzdem das schön, dass es deutschen Text hat. Ja. Oder? Mhm. Okay. Naja, bei Shadow Wars, der eine Charakter sieht nicht sehr männlich aus. Trotzdem männlich. Also, ja. Mauro. Deswegen habe ich ja eben gefragt. Ja, zu Shadow Wars werden wir auch noch ein Let's Show machen, auf jeden Fall dann für YouTube. Ja, also es ist Tutorial. Ja. Let's rush to it. Ja, was ist denn WTF, Barry? Die Tusse wahrscheinlich. Ja, genau. Das die gibt es hier auch, genau. Das, also die habe ich auch. Aber ganz ehrlich, man kann sogar ohne die gut spielen. Ja, ich denke, er wollte einfach nur sagen, dass ältere Karten darauf halt gemacht wurden. Das finde ich aber auch gut. Also bei Yu-Gi-Oh! Funktioniert das. Aber naja, ich hoffe, dass noch ein paar andere ältere Karten. Aber ich weiß auch gar nicht, allzu viele Karten gibt es richtig in echt in Japan, glaube ich, gar nicht zu kaufen. Also doch, doch. Von Legendary Packs und so gibt es doch. Ich meine von Sevens, richtig gezielt ist hier von Sevens. So diese anderen, so alles nochmal Yugi und Kaiba und hast du nicht gesehen. Ja, das natürlich, aber so von diesen, also es gibt eigentlich, so als ich das letzte Mal geguckt habe, zugegeben, das ist ein halbes Jahr her oder so, das war Anfang des Jahres, im April hatte ich mal geguckt, da hatte ich ja mit Schutzgeist und Svenny ein bisschen darüber geredet mal. Die hatten nur 2 Starter. Also ich glaube, vielleicht auch ein drittes, glaube ich, und ein viertes kam jetzt irgendwann. Man sieht ja auch, abgesehen von dem Feld, auch die erste Erinnerung noch, es gibt nur eine Main Phase. Es gibt keine Main Phase 2 mehr. Sonst war ja immer 2. Ja, und sonst war halt noch Booster, glaube ich, auch noch 2-3 rein. Das ist so ein bisschen wenig, oder? Mhm. Also jetzt nur... Naja, also ich denke, die haben es in Japan auch schon fast aufgegeben wieder. Kann sein. Andererseits, die Serie läuft aber immer noch. Ja. Aber man hat auch weniger Karten, oder? Ach nee, nein, hast du gezogen, ja. Aber waren die Lebenspunkte in den anderen Spielen nicht immer 4.000? Nein, auch 8.000. Hier ist es jetzt nur im Tutorial 3.000. Okay. Damit sich das Tutorial wahrscheinlich nicht so zieht. Also hier in der Draw Phase, egal wie viele Karten, ob du nur eine Karte oder so hast, du ziehst, bis du 5 Karten aufwanderst. Das ist aber erstmal, damit es schneller geht. Ja, Shadow Wars war das bessere Kartenspiel. Also gegenüber Rush oder Yu-Gi-Oh! Allgemein? Allgemein. Jeder kennt das mit Yu-Gi-Oh! Und Monster beschwören. Ja, naja, wobei hier ist es aber, glaube ich, ein bisschen anders, ne? Nicht ganz. Wir können halt unendlich viele Monster beschwören, wie wir Platz haben. Genau, aber normalerweise konntest du sonst immer nur pro Runde, abgesehen von Effekten, 1 spielen. Oder nicht? Ja. Und das ist jetzt schon, finde ich, für meine Verhältnisse, also ich meine, ich habe nichts gegen Yu-Gi-Oh!, aber ich finde das alte Kartenspiel so langsam und doof besser, weil du kannst ja jetzt hier 4 quasi legen, oder? Oder sind das 5? 3. Okay, 3. Warum nicht 5? Weil es sind 5. Achso, das eine ist Friedhof und das andere ist Feldzone. Aber es sind dann immer noch. Ja, okay, also du kannst 3 legen, aber bei dem alten Spiel kannst du immer nur 1 legen. Wie gesagt, außer Effekte und so, aber du hast schon gleich auf der Hand irgendeine Karte, die als Effekt gilt, damit du 2 spielen kannst.
Und das finde ich schon mal gut, weil so hast du schon mal was drauf. Und ja, ich meine, stell dir mal vor, du ziehst halt nur irgendwelche Karten. Naja, keine Monsterkarten. Ne? Mhm. Hast nichts drauf und hast vielleicht auch keine gute Fallen oder Zauberkarten. Und dann ist der nächste Spieler dran und wupp, schon hast du Lebenspunkte weg. Und ja, die Regel, dass man den ersten Zug nicht angreifen darf, besteht natürlich. Ja, das ist aber jetzt logisch. Stell dir mal vor, der wäre ja tot. Ja. Naja, gut, nicht ganz. Ich habe jetzt nicht gesehen, was du da noch gespielt hast, aber so ungefähr. Gerade im Tutorial. Auch bei 8000, ich meine, du hättest irgendwie nicht mehr drauf gehört. Bin ich eigentlich laut genug? Ich denke schon. Ja, ich habe ja nicht dich gefragt, ich habe ja die Zuschauer gefragt. Ich sitze ein bisschen weiter weg. Nein, wir möchten keine Informationen. Na, ich nehme an, die Karten, die du jetzt hast, das wird dann nicht dein erstes Deck sein. Doch, doch. Echt? Ja, jeder weiß, wie so ein Angriff funktioniert, der das Kartenspiel kennt. Wir tun einfach mal so, als ob ihr alle die Regeln kennt. Naja, also ich denke, das ist ja offensichtlich. Ich greife mit meinem Monster das andere Monster an. Ne? Sind die Attacke höher? Klar, logisch. Dann ist er weg. That's nothing. Und du verlierst halt im Leben. Differenzschaden. Wir hatten jetzt gleich vier, dann sind halt beide weg. Richtig. Und du hast wahrscheinlich mehr Verteidigung als das Angriff? Ja. Ja. Seltsamer Streuner. Warum ist es einfach nur eine Katze? Wenn wir jetzt noch die spielen, bitte? Ist ja logisch. Wie gesagt, hier sehen wir jetzt auch, wir ziehen drei Karten. Also immer so, dass du Hand fünf auf Karten. Fünf ist. Genau. Nicht wie im alten, einfach nur eine Karte. Oh, ich habe ja nur noch eine Karte. Naja, kann ich ja so viel mit anfangen. Ja, ich glaube, die Katze ist aber männlich. Deswegen Luna kommt nicht ganz hin. Aber rein theoretisch, ja. Attributbeschwörung gibt's natürlich auch. Verdammt. Also zumindest würde ich sagen, jetzt am Ende nicht aus. Wir können ja, sobald wir... Die sieht eigentlich eher weiblich aus. Ja, gut, dann halt weiblich. Sieht ein bisschen aus wie Luna, ne? I tribute one monster to tribute summit. Es gibt auch Männchen, die sowas machen. Hab ich gehört. Hast du gehört? Ja. Du hast einen Beweis. Ja, Lobo. Nee, ich meinte eigentlich unseren Kater, aber gut. Ja, der sowieso. Welcher von beiden? Beide. I summon a monster. So, nochmal beschwören. Ja, jetzt kann man nämlich hier Tributbeschwören machen. Oder im Friedhof zu legen für den Seven Road Magician. Magician, so. Das ist ein voller Fahrt. Komm raus, okay? Ja. Es gibt also wieder solche Kampfanimationen. Ja, nee, Beschwörungsanimationen. Ah, okay. Für bestimmte. Das gewinnen sieht das Modell ja nicht aus. Würde ich Switch? Nee. Ist ja quasi eine neue Version des Axträuber. So, kann man auch noch hier schön beschweren. Set a face. Aber man hat einfach mehr Möglichkeiten in einer Runde zu machen, ne? Beziehungsweise es auch ein Comeback zu machen. Wie gesagt, wenn du in dem anderen mal irgendwie kein Monster legen kannst und irgendwie nur sinnlose Karten gezogen hast, die halt eben nicht passen, weil du sie nur in Kombination so und so spielen kannst, also doof gezogen hast, dann kannst du in der ersten Runde schon verkacken was. Ja, doch. Naja, vielleicht nicht in der ersten, vielleicht auch in der zweiten. Aber das nimmt sich nicht. Und wirklich GG kann man hier nicht sagen, dass das Tutorial
Da kann man nur gewinnen. Gab's nicht mal eine Person, die in einem Tutorial verloren hat? Das, Und zwar bei, Magic Arena. Mhm. Ich weiß nicht, du warst es nicht, aber wir kennen sie, ja. Die. Ja. Ich meine, die Person, ja. Das ist schon fein. Das kennt sie auch. Mit einem S. Bleibt aber unter uns. Ach, du auch? Warte mal. Macht das jetzt erst Klick? Ja, es macht jetzt erst Klick. Glaube ich. Bleib. Karten schauen später. Wobei. Da oben steht aber noch da. Ja, aber die Farbe. Nee. Das ist egal. Oh, das ist knallrot. Aber rot ist toll. Feuerrot ist super. Ah, schon wieder der da. Ich dachte auch mal eine andere Karte im Ladenbildschirm. Aber kommt vielleicht. Trotzdem komisch aus dieser Magier. Aber er hat irgendwie einen besseren Namen als Gagaga Magier. Aber der sah cool aus. Aber er hatte dummen Namen. Basisdeck 2, also nee. Dann können wir uns ja mal das Deck angucken. Bin ja mal gespannt. Ja, das Tutorial geht ja erst noch weiter. Ja, ja, ich meine ja dann gleich. Also, weil wir ja jetzt endlich ein Deck haben. Noch wie nett. Also Seal konnte man ja gar nicht gucken, den Anime, ne? Also da ging ja gar nicht. Immer, ich spiele Nummer 39. Utopia! Wie oft hat er das gemacht? Utopia Strahl! Also da könntest du bestimmt ein Trinkspiel rausmachen. Jedes Mal, wenn er den einsetzt oder irgendwie seinen Namen sagt, dann kannst du trinken. Darf ich jetzt? Kuribo hier schon im Rush? Also ich glaube als Rush-Karte glaube ich nicht. Doch, ich glaube schon. Oder? Ja, schon, ne? Oder? Ja, doch. Hier haben wir ja auch ein paar, die werden wir gleich im Einsatz sehen. Kann man ja mal ganz kurz die angucken. Ihr schreibt doch gar nicht! Barry, du bist doof. Ich habe kein Patent auf den Namen. Bedingungen. Abgesehen davon würde er so nicht heißen. Nur halt. Lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof. Wer hätte es gedacht? Ein auf das Monster des Typ Hexas. Auf deiner Spielfeldseite erhält 1000 ATK bis zum Ende des Spiels. Du kannst doch einfach Angriff sagen. Vom ATK geht doch auch. Zerstöre eine Zauber auf deine Karte auf dem Spielfeld deines Gegners. Zerstöre alle Monster in Angriffspositionen auf der Spielfeldseite deines Gegners. Aber auch nur, wenn ein Gegner einen Angriff deklariert, mischte vier Monster, das Typ Hexas. Also so schnell wie du liest, da steht das eh keiner. Und außerdem bleibt doch einfach eine Weile drauf. Na gut. Ich denke mal, wir können alle lesen. Wäre es jetzt Englisch, wäre das ja was anderes. Also ja, die Zauberkarten sind recht simpel gehalten und fallen auch. Aber ansonsten... Und ich denke, wenn mach einfach eine Runde, dann sehen wir das. Und das Deck brauche ich ja jetzt hier nicht mehr. Wir brauchen keine Ausrüstung mehr, wir nehmen einfach ein Deck und kleistern uns damit zu. Gute Idee. Nein, wir haben natürlich noch nichts. Wer hätte es gedacht? Ist ja die Frage, kauft man hier eigentlich dann so ein Booster in-game? Und so, ja. Ja, oder kriegt man die, wenn man gewonnen hat? Auch. Also sowohl als auch, okay. Deswegen, ich sage ja, ich habe kein Patent auf den Namen. Ich habe ihn nicht gepachtet. Da bin ich ja froh, dass mein Name nicht immer einfach so weg ist. Na. Deswegen hau ich bei mir auch immer noch das Akiyama hinten rein. Was sind es eigentlich besser? Anfangen oder zweiter? Ist eigentlich relativ egal. Wow, wir starten jetzt um 2000. Ich dachte, man hat 8000. Ja, das ist doch immer noch Tutorial. Ach so. Oh Gott, ich dachte, das hätten wir hinter uns. Nein, ich sag's doch. Ich meine, es gehört ja irgendwie dazu. Also, in so einem Spiel, klar, gerade weil es ja auch für Jüngere ist, aber hätte man nicht fragen können, bist du mit dem Yu-Gi-Oh! Kartenspiel vertraut? Ja oder nein?
Er sagt's auch wieder. Du musst jetzt eine Tributbeschwörung machen. Ja. Weißt du denn noch, wie das geht? Ich muss gestehen, ich fand das alte Yu-Gi-Oh! Schrecklich. Ich habe es relativ spät zum ersten Mal gesehen, weil ich damals nicht so Interesse hatte. Und abgesehen von deutsche Fassung einfach schlimm. Also nicht wegen den Stimmen, die Sprecher sind ja toll, aber ja, die Ami-Fassung halt, ne? Und ich meine, der böse, böse Finger, ne? Die Leute, die hinter Kyle her sind und so, böse Finger, keine Pistolen, nein. Also wenn schon, denn schon, würde ich es auf Japanisch gucken, denke ich, wenn ich es richtig mögen würde. Also die Serie, die nur in Japan blieb, die ist ja eigentlich ganz interessant. Aber ich fand eigentlich GX eigentlich ganz gut. Wobei ab Staffel 3 im Deutschen nicht mehr guckbar, weil dann die Synchro auch so richtig scheiße war. Er war ja auch Ami-Fassung, ja. Aber... Das war schön. Doch, Endphase. Naja, XYZ gab es ja erst irgendwann ab Seal. Das fand ich auch scheiße. Deswegen, also. Wobei XC's ging noch eher in meinen Kopf als Synchro. Ja? Ja. Weil man muss einfach zwei Monster des gleichen Levels haben und fertig. Aber wie gesagt, ich bleib da bei GX, also das fand ich vom Anime her mit am besten. Und Arc 5, da sind wir immer noch nicht weiter. Aber ja, zensierte Version. Also ich meine, wenn es nur mal so eine Kleinigkeit ist, was man zensiert, da kann man ja rüber reden, ne? Aber ich meine, wenn es komplette Folgen sind und alles verharmlost wird, weil Amis halt, dann macht es auch keinen Spaß, das zu gucken. Deswegen habe ich auch diesen neuesten Yu-Gi-Oh!-Film auf Deutsch nicht geguckt, weil es schlimm war. Ja, und natürlich auch dieses die Art, wie gespielt wurde. Aber seien wir ehrlich, im Anime spielen die sowieso irgendwie alle unlogisch und plotmäßig. So, konzentrieren wir uns jetzt halt. Aber eigentlich bringt es ja nichts zu konzentrieren, es ist ja immer noch Tutorial. Ja, man kann es nicht verlieren. Ja, weil du kannst ja nicht das anklicken, was das Spiel dir nicht vorgibt. Das geht ja nicht. Ne. Wenn es sagt, mach A, musst du A machen. Du kannst nicht B machen. Das sagt sie jetzt noch und gleich hat sie 0. In der nächsten Runde. Schon? Natürlich. Kommt ja auch nur noch 1-6. Yay, ein Zauber oder Feinkart von dem Gegner zerstören. Ach, von hinten sehen die Karten immer noch gleich aus, ne? Jetzt wird dir auch noch gesagt, was du machen musst. Ja, ich kann sie auch noch aus der Hand spielen. Aber was ich halt schon gut finde, wenn man so Yu-Gi-Oh! Zumindest auf der Konsole Handheld oder so spielt, erstens, du musst nicht immer die Lebenspunkte selber rechnen. Ja. Das macht er ja automatisch. Und zumindest hier und da werden ab und zu, ich weiß gar nicht, wird hier dann auch ab und zu angezeigt, dass du so eine Zauber- oder Fallenkarte nutzen könntest? Weiß das war ja im PSC-Spiel, dass das dann nicht, willst du noch eine Kette hinzufügen? Ja doch, natürlich wird das hier sein. War ja gerade indirekt auch wegen der Fallenkarte. Klar, irgendwo vereinfacht das natürlich, ne? Weil kann ja sein, dass du mal irgendwie vergisst, oh, ich könnte ja jetzt doch die Karte, ne? Ja, klar, kann man. Aber ich finde das auch doof, immer das Handy daneben zu haben. Aber seien wir mal ehrlich, es gibt so viele Yu-Gi-Oh!-Karten. Karte, das war weh. Da will man die, glaube ich, gar nicht alle so kaufen. Da ist es schon besser, wenn man einfach so ein Videospiel hat, da hast du ja schon ein paar. Ja. Wie gibt's die eigentlich? Gar nicht so. Wow, du hast Karten gekriegt. 3 neue, eine hast du schon. Kisu? Gehst du da mal bitte weg? Nein. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Gib mir noch mal eine Chance zu gehen. Komm her! Alter Namen, Seventh Straßenmagier, Alter. Ja.
Freundin. Können wir bitte Ehefrau sagen? Ich wollte gerade sagen. Ah, weiß man ja nicht unbedingt. Aber ja, Ehefrau. Passt. Immer moin! Na, sowas wollen wir hier nicht, aber. Außerdem gehört uns der Kanal zusammen. Ja. Hör mal auf! Ich weiß nicht, falls jemand den Promotion-Code haben möchte. Also, wir bräuchten ihn selbst jetzt nicht, das ist nicht das Problem. Aber falls jemand ihn haben möchte, gerne. Kannst reinschicken. Weil er spielt zwar, auch mal Spiele. Genau. So ist es ja nicht. Jade Cocoon müssen wir immer noch machen, das spiele ich. Deswegen, wir wechseln jetzt immer schön ab. Wir sind halt eine Einheit. Also, wenn schon, denn schon Sushi. Sag ich jetzt mal. Deswegen. Mhm. Na, ja. Wurzensiert. Stimmt. Dann musst du das freigeben. Nee, das kann ich so nicht. Ah, okay, wieso nicht? Kannst du nicht sonst immer? Nee. Er ist schon wieder da. Wieso? Er will halt mitmachen. Er guckt dich an. Im Wein will er nur, dass du vom Stuhl runter gehst. So, jetzt haben wir es weg. Oh, Kater, weg da. Ja, bitte, ich will es ausrüsten. Er geht immer noch nicht weg, er sitzt immer noch auf deinem Laptop. Na, ist das halt so. Leute, dahin. Na, schieb ihn mal da weg, weil ich weiß nicht, da hast du doch ein paar Kabel. Warum ist der denn da überhaupt? Weil er doof ist. So, jetzt haben wir ihn ausgerüstet. Und jetzt noch ein Tutorial. Dreimal. Willst du das verbleiben? Ich hab dich ehrlich, ich glaube, du nervst gerade. Komm mal hoch. So. So. Warum kannst du nicht einfach schlafen, so wie Haru? Weil schlafen doof ist. Ja. Ne? Ja, jetzt mal alleine spielen. Ja. Nein, natürlich nicht. Wir spielen wieder nur mit 2000. Oh. Aber wofür braucht man denn jetzt dreimal ein Tutorial? Das zieht sich ja echt extrem. Hallo? Das ist ein echtes Duell, ist es sowieso nicht, weil 2000 leben. Ja, ist klar. Sehen wir ja. Aber ich meine, warum? Ich meine, reicht es nicht, wenn man ein Duell als Tutorial macht? Eins reicht doch. Ja, wir können zwar jetzt das hier alleine spielen, theoretisch, aber es ist... Aber... Mit 2000 Leben, das ist einfach zu schnell. Dann vorbei. Oh. Ja, das ist... Okay, vielleicht willst du ja Tribut beschwören. Ja. Ja, gut, okay. Das wäre schon komisch, wenn Null Attica offen im Angriff bleiben würde. Außer es hätte eine besondere Fähigkeit oder sowas, aber hat er nicht. Yay, wieder ein Drachen, weil das so neu ist. Wer hätte es gedacht? Multischlagdrache Tragias. Den hatten wir ja vorhin schon mal gelesen. Wenn es gleich laut wird, ist das nicht meine Schuld. Hast du es gleich? Ich doch nicht, eher. Ich mein ihn so. Ja. Ja, hast du es gleich? Nein. Ich verstehe zwar nicht, warum Bedingungen, lege die oberste Karte deines Decks auf den Friedhof, ne? Aber falls diese Karte in diesem Spielzug ein Monster durch Kampf zerstört hat, kann sie während der Battle Phase einen zweiten Angriff durchnehmen. Yay. Wow. Also rein theoretisch. So, was kriegen wir denn? It's my turn, right? I draw. Drache ist nur einer der häufigsten Typen? Ich dachte immer, Drache ist der häufigste Typ. Danach kommen Magier, glaube ich, oder? Oder sind es Krieger? Na, ich weiß es gar nicht. Also 80% Drache und 20% alles andere. Und doch, wir dürfen gar nicht selbst spielen. Das ist doch 1:1 ein richtiges Tutorial noch. Ja, er glaubt wieder, dass da was unterliegt. I summon a monster. Ja.
Das führt zu einer. Ja gut, dann kannst du ja mit ihm jetzt streamen. Was soll denn das? Jesus. Also wollte er nur meinen Platz klauen. Steh ich halt. Nee, heute nicht. Blöder Kater. Nee, Kleiner. Wer denn kein Kraft mehr macht. Ah, natürlich musste der Feuer haben, weil Feuer immer cool ist bei den Japanern. Feuer, Drachen, Dino, das kommt immer an. Und manchmal auch ein Krieger. Also ich frage mich aber trotzdem, weißt du, das Spiel ist ja trotzdem eher für die jüngere Zielgruppe, um die halt an Yu-Gi-Oh! Ranzuführen und so, ne? Bleiben die denn so lange dabei, wenn sie dreimal ein Tutorial durchmachen müssen? Ich meine, legen sie das vielleicht am besten mal dran weg. Ja, also es ist schon ein bisschen... Kann auch sein. Also ich weiß nicht so, also als ich jünger war, da habe ich Tutorials gehasst, weil ich wollte selber spielen und ausprobieren. Und wenn ich das dann dreimal kriege und fast eine Stunde rumgeht, dann denke ich auch, du kannst nicht mal, du blödes Spiel. Wir können nicht mal was falsch machen, wir können nicht in die Endphase gehen. Angriff. Kann doch nur mit ihm angreifen. Oder kriegst du auch nochmal Karten geschenkt, wenn du gewonnen hast. Naja, das ist ja extra. Ist ja fürs Tutorial, um das erste Deck fertig zu kriegen. Ja, aber ganz ehrlich, Option. Dann hätten sie dir auch gleich die schenken können. Wenn sie gleich sagen können, hier, ein paar Karten, die habe ich doppelt. Hier kannst du den Deck rausbauen, so ungefähr, ne? Wäre dann irgendwie leichter geworden. Also sprich, Jura hätte dir jetzt einfach ein paar Karten schenken können, sagen können, hier, die haben wir gesammelt, die haben wir doppelt, die kannst du haben. Willst du mal mit mir kurz ein Testduell machen? So, ein Duell, Tutorial fertig. Und schon wären wir nach 20 Minuten raus. Hat es das? Ich meine, du durftest noch nichts tun. Was? Jo, bis dann und viel Spaß. Jo. Was ist das? Ja, drei neue. Nee, der war nicht neu, den hast du schon. Phönixdrache. Ja, König. Dracheninferno. Irgendwie nur Drachen. Naja, warum wohl? Weil sie Drachen hat? Ja, damit wir schon mal dann in Zukunft den Drachen selbst haben wollen. Damit wir uns ein Drachendeck bauen. Genau das ist es. Weil Drachen. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt so bei den Yu-Gi-Oh!-Serien übrigens nach der ersten und auch nach GX zählt ja ein bisschen dazu. Der Name, ne? Das heißt ja eigentlich König der Spiele und ehrlich, passt das wirklich noch? Ich meine, das Original war ja schon so, dass er normalerweise, dass er normalerweise alle Spiele gut spielen konnte, ne? Und ich finde dann irgendwie immer so, bei Priest verliert der Name so ein bisschen die Wirkung. Wir dürfen nicht mal ein eigenes Deck bauen. Also dürfen schon, aber ich will uns geraten, nein, lass das. Naja, gut, aber darauf kannst du ja scheißen, das ist ja egal. Wenn ich das sag, heißt das ja nicht, dass du es machen musst. Ja, ist okay. Ist okay. So. Können wir sonst gegen irgendjemanden schon antreten, außer die Story weitermachen? Ich glaube nicht. Was, wie? Man kann nicht mal gegen irgendjemanden da jetzt so ein bisschen Karten? Kommt erst jetzt. Da musst du Yuga ansprechen. Wir dürfen das Deck behalten. Nice. Okay, doch, jetzt darfst du rein. Ja, ich muss aber vorher reden. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja keine Story. Naja, kann man schon, aber ob das dann am Ende gut sein wird, ist eine andere Sache. Sein Papa-Drachen. Mhm. Aha, Papa-Bär, ne? Du weißt. Mhm. Dein Handy. Das war Discord. Mama Drachen. Ich war auch schon sofort Drachen, Drachen. Papa Drache, Mama Drache. Die wollen dich wirklich als Kind dazu bringen. Drachen.
Also schon so ein bisschen... Das ist jetzt aber kein Tutorial. Nein, das ist jetzt richtig. Gut, na, wird auch mal Zeit. Na, endlich, ja, dann geht's ja los. So, Katerchen, jetzt schmeiße ich dich aber trotzdem wieder da runter. Du kannst hier hinten gehen. Mama, Drache. Ja, nicht zu deinem Bruder. Mir doch egal. Nein, das ist mein Stuhl. Auf den eigenen. Ja. Ich denke, wir fangen an, ne? Ja. Dann können wir unsere Handgegebenheit schneller austauschen. Let's begin! I'm gonna give this duel my all! Kata! Naja. Ja, ist auch alles okay. Jetzt kommt ein Auto und der ist wieder beschäftigt. So. Und was ziehen wir? Müll. Brauchen wir nicht, ne? Ja, weil wir schon haben, deswegen. Jetzt können wir uns dich übrigens auch mal in Ruhe angucken. Der sieht komisch aus. Lohnt aber nicht, nee, glaube ich. Komm vorbei. Doch, rein theoretisch. Wenn wir jetzt das hier machen. Dann aktivieren wir ihn. Legen einen Drachen ab. Ah, Drachenhexer. Dann ziehen wir eine. Ah, hier, Schutzgeist hat übrigens auch geteilt. Also Krieger, Maschine, Unterwäldler und Drache sind die vier häufigsten Typen. Ja gut, Krieger hätte ich auch erwartet. Maschine stimmt auch schon irgendwo. Unterwäldler hätte ich jetzt aber eigentlich nicht so gedacht. Aber ja, ich glaube schon so, ne? Mhm. Und damit können wir ihn jetzt abschließen. So. Ja, das können wir ja leider noch nicht machen. Ja, aber du bist auch Hexer, ne? Ja, gut. Hexe nicht, Skandal. Gut, Phase. Ja, hätte man aber irgendwie meinen können, ne? Ich meine, schwarze Magier, schwarze Magier-Mädchen. Gaga-Magier. Ja, doch, wobei die Magier... Die kommen dann auf Platz 5. Die wurden eine Zeit lang wieder oft genutzt. Ja, die kommen ja auf Platz 5 dann wahrscheinlich. Ist auch noch weit oben. Dinos sind bestimmt ganz unten. So, was spielt das? Oh, keine Verteidigung. Dann mach das mal. Aber ganz ehrlich, da musst du nicht bei jeder Karte, die sie eben gut bei der letzten... war nichts mehr, aber dann muss man immer stehen, ich lege eine Karte, ich setze eine Karte. Ich meine, man sieht's ja, ne, eigentlich, ne? Und dann muss eigentlich auch nicht stehen, ich ziehe, weil es passiert eh automatisch. Unnötiger Text. Also, was ist das für eine bescheuerte Hand? Toll. Rein theoretisch? Ja gut, den einen könntest du eigentlich schon spielen, ne? Machen wir so. Ich meine, du hast ihn dreimal. Dann rein theoretisch sollte das funktionieren. Aber da steht ja nichts mit offener Verteidigungsposition. Schmeiß dich ab. Schauen wir uns dich an. Bestimmt nichts Mächtiges, oder? Nö. Dann. Wobei, was soll ich so. Nee, ich geb's mir lieber noch. Ja, aber du weißt ja auch nicht, was dir da für Zauber umfallen kann. Nee, natürlich nicht. Ja. Also doch, sie sind schon noch wichtig. Also je nachdem, wie sie die jetzt nutzt, wie hoch die KI hier eingestellt ist. Naja. Oh. Ja, uff. Das wie hat sie denn? Alles gut. Nichts, gar nichts. Also, doch. Warte. Ja, schön. Was ist das? Okay, zerstören wir es. Okay. Das ist Drache? Das Vieh von ihr war Drache, ja. Echt? Und damit hat sie uns das jetzt zerstört. Aber gut, damit kann ich leben. Wo waren das ein Drachen?
Das war doch irgendwie eher human, oder? Oh, naja, gut, Drachenweiß. Macht Sinn. Ja. Ja gut, aber abgesehen vom Namen, also optisch hätte ich das jetzt nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, das ist so eine Fee oder so. Also von dem kleinen Bild war ich mein gut, da sieht man ja nicht viel. Aber ich glaube, so schnell hat sie jetzt eigentlich nichts. Sie hat 5 neue Karten. Aber sie legt die Verteidigung, also gut. Und offenbar legt sie immer... Oh nee, warte, sie hat Tribut gemacht. Mhm. Ich dachte, sie setzt immer nur ein Monster in Verteidigung. Es ist immer noch schwächer als unser. Nee, das wird noch eins. Mhm. Oh, so, hat einen Effekt. Ja. Was kannst du denn? Leg eine Karte. Okay, und? Ja, oh, okay. Ich glaube, du hast ein Problem. Nein, das auch nicht. Naja, in der Runde schon. Sicher? Naja, gut, du hast da ja noch Karten. Was kann die jetzt schon wieder? Eine Zauberfeinkarte zerstören. Wir haben aber zweimal dieselbe, also ist es relativ egal. Aber so dumm war ihr Zug jetzt nicht, das gebe ich zu. Nö, nö, ist okay. Die zieht dir gleich aber ordentlich was ab. Sicher? Spielfeld überprüfen. Was kannst du nochmal genau? Jedes Themendeck hatte einen Drachen? Okay. Was? Das war mir neu. Was? Dass das so war. Wobei man sagen... Wobei, ja, ja, überleg doch mal. Ich meine, so rein theoretisch, aber bei 5Ds zum Beispiel. Ich meine, im Ernst, ja, ja, ich glaube gerade nochmal. Muss ich 5 oder? Wie ist ja, das nochmal? Bei 5Ds, ich hab irgendwie... Yusei, ja. Ja. Eigentlich so gesehen hat er ja auch kein Drachendeck, aber er hat einen Drachen. Und eigentlich war fast jede seiner Runden nur darauf bezogen, ich spiele mein Drachen. Ist eigentlich genauso, kannst du sagen, wie mit den anderen, ne? Also doch, einer hatte ja Drachen, aber so, ich meine, die Kleine hat eigentlich keine Drachen, deswegen extra angepasst. Feendrache, Rosendrache, ne? Damit zu Feen passt und Pflanzen passt. Aber im Prinzip sind es keine Drachendecks, wenn du es so nimmst, ne? Sehen wir Schönes. Ja, ist okay. Ja, und hättest du jetzt das alte Spiel gespielt, wärst du jetzt richtig fett am Arsch. Mhm. Die ist natürlich ja relevant. So, du warst jetzt mit Karte ziehen, ne? Genau. Nutzen wir dich mal eben. Ernsthaft und vor allen Dingen so riesengroße Textboxen für ein Wort, was? Also ich finde, das hätte da jetzt auch einfach an deinem Rand so kleiner stehen können. Ach, da haben wir wieder die Katze. Mhm. Die einfach nur zu opfern. Naja, aber denk dran, die hat da immer noch zwei. Ja, ja, ich weiß. Verdeckte Karten. Oh, ich gehe trotzdem auf alles, aufs Ganze. Auf alles, wollte ich sagen, ey. Naja, im Prinzip schon, ne? Das ist doch ihr Feld. Wo gibt's? Was? Unbenutzt im Sinne von, dass ich die Position noch nicht geändert habe. Aber das ist ja sowieso unrelevant. So, minus 2000 bitte. Dankeschön. Ich glaube, sie ist so fast weg. Ah, dass das schon vorher steht auf minus, ne? Und dann gleich nochmal. Auch ein bisschen. Nein, es wird halt abgezogen. Ja, aber da steht da zweimal. Guck, da jetzt? Ja, so viel das wird jetzt nur angezeigt, weil wenn ich ein Monster angreife, wird die Differenz da angezeigt. Aber das muss doch nicht bei den Lebenspunkten eingeben. Das wäre aber, denke ich, zu... Die Berechnung. Ja, weil da müsste man extra was einbauen, damit das nicht angezeigt wird und das ist halt unnötig, sag ich mal. Ich glaube, ihr Hardcore-Move von vorhin war der einzige schwierige Move. Jetzt denke ich nicht, dass sie noch mal was macht. Sei dir nicht so sicher, sie hat 5 neue Karten. Na und? So, siehst du? Ich hab nur getrunken. Das Tastatur. Ah, du bist ja nicht kaum. Ja, Schmizu, komm mal her. Komm mal, du Papi. Nee. Ja. Nee. Der will ja gar nicht.
Auch mich nicht. Doch, den hast du verdient, weil er auf mich drauf gesprungen ist. Nö. Das sind Kopfhörer, die. Da beißt du mich nicht. Hörst du? Ein großes Comeback. Naja, eigentlich noch merke ich nicht. Nichts von. Nein. Oh. Ich habe gerade gesagt, Gabi, zerbeißt du mir nicht. Komm mal her, komm her. Was haben wir denn hier nochmal? Und auf dem Friedhof. Was kannst du? Janet, denken wir dich erstmal. I set a car. Dann haben wir hier einen schönen Effekt. Ja. Und er geht wieder da unten hin. Er nervt ganz schön. Was für eine Frage. Ich würde sagen, dass du am Gewinnen bist. Mir egal, ob es noch Unbenutzte gibt. Naja, wobei, es ist ja die Frage, was hat sie da? Das ist ja immer noch die Frage, das weiß man ja nicht. Ja, offenbar hat sie nichts Gutes. Doch. Okay. Aber du hast trotzdem drei Monster auf dem Feld. Na, mal gucken, ob sie intelligent ist oder... Also intelligent wäre, wenn sie... Na! Oh. GG. Wenn sie jetzt nichts anderes hat. Intelligent wäre gewesen, wenn sie eins von denen, was noch nicht angegriffen hat. Weil so. Und da hätte ich das 1700er genommen. Gut, hab gewonnen. Oh, ist die dumm. Ja, denkt er sich auch. Yay! Dann ist sie gleich zu besiegen. Ja, das war echt. Aber das ist die KI, die geht wahrscheinlich wirklich immer dabei. Oh, höchster Angriff? Ja, weg mit dir. Nö. Wobei man natürlich sagen muss, das soll ja auch so ein echteres sein, aber naja. Aber das war schon. So. Das ist doch mal nett. Du hast sofort diesen Drachen da gekriegt, den sie hat. Zwei sogar, wenn es eine Drachen ist. Ja, das war das Vieh, was uns schwächer gemacht hat. Ja, es sieht aber komisch aus. Also so ein klein kann ich es nicht ganz erkennen. Ja, wir haben das Hauptvieh von dem einen. Das, was zweimal angreifen darf, theoretisch. Den meinst du, den blauen Drachen? Ja. Stimmt, das ist von diesem Luke, ne? Ja. Der heißt Luke, ja. Oh Gott, ich glaube, Dings kommt gleich hier. Hoffe ich nicht. Ich höre aber was. Und es ist unser Kater, der schnarcht. Das kann auch sein. Warum war... Also ich dachte eben, wo kommt das Feuer her? Das ist unsere besondere Fähigkeit. Wir haben uns verbunden. Ja, da hat Schutzgeist aber recht. Oh, ich finde, eigentlich hätte man nur Karten kriegen sollen, so. Ja, aber sie, aber sie hatte ja mit dem Deck von diesem Luke gespielt. Ah, so. Deswegen. Sie hat ihr es vergessen angeblich. Aha. Ja, damit du schon am Anfang siehst, Drachen sind cool, Drachen sind toll. Mhm. Guck mal, du kriegst einen Drachen. Komm dir ein Drachendeck. Deswegen wieder Papa-Drachen. Gott. Ja. Ja. La 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 la. Ja, wenn sie meint. Sowas nennt sich ein biologischer Vorgang. Ich glaube, das ist bestimmt ein Charakter, der in Wahrheit eigentlich auf den Hauptcharakter steht oder so. Keine Ahnung, aber es ist ziemlich. Ja, verwirrt. Aha, deinem Geist. Nein, leider nicht. Schön wär's. Nee, sowas besitzen wir nicht, die Fähigkeit. Das ist ja auch so wichtig. Frag deine Mutter oder Vater.
Naja, oder das. Well done. Ach, wow. Aber das Spiel baut wirklich komplett auf Drachen auf. Das war, glaube ich, in den anderen Spielen nicht so. Also da hast du. Wobei, ich glaube, es gibt halt keine Drachen-Maxi. Monsterkarte, oder wie die heißen. Was ist überhaupt so eine Maxi-Monsterkarte? So ein Monster, was sich aus drei Karten zusammensetzt. Ah. Du hast es nur noch nicht gesehen, weil der ganz, ganz stark ist und das Spiel sofort beendet. Es gibt hier im Spiel Dreier. So. Das eine ist so ein, ich nenne es mal Megasort. Dann so eine riesengroße Ekel-Tentakelpflanze. Oder war das dritte doch ein Drache? Ich weiß es gar nicht, was das dritte war. Es muss ein Drachen sein, das geht nicht. Du kannst mir nichts erzählen. Aus Versehen. Es hieß, das ist eine furchtbare Küche. Mhm. Es sieht nicht sehr appetitlich aus. Ich glaube nicht, dass es ein Kompliment war. Oh, nicht. Ja. Hat er auch gesagt. Na gut, wenn sie möchte. Okay. So kann man sich das auch schön reden. Ah, ja. Ich finde die da hinten so rumwippeln, ne? Die haben irgendwie Probleme. Starter wow. Deck. Welche meinst du? Meinst du das mit diesen Maxi-Dingern? Ja, nein. Ja, okay. Nein. Ah, sein Deck auch schon gleich. Naja. Ja, die gibt's hier. Zumindest drei Viecher gibt's davon, hab ich ja gesagt. Also, Karten kannst du doch nicht kaufen, oder? Doch, du hast schon ein paar Punkte. Ja. Aha. Das erste Bild sah, glaube ich, anders aus, oder? Naja, wieso? Ich glaube, eigentlich im Japanischen war hier nur der weiße doch was zu sehen. Aber holen wir gleich mal echt, zwei. Echt, da war der weiße Drache zu sehen im Japanischen? Ich meine ja, auf dem Set hier. Naja, vielleicht extra angepasst. Alles mit. Woher weißt du das? Ach, guck mal, den kenne ich und den kenne ich auch. Da sind alte Garten. Ja. Ich fand den Silberfang früher immer cool. Den ist das so, ne? Oder Silberwolf oder so? Nein, Silberfang. Ah, die Namen haben sie aber nicht übersetzt. Also, ganz. Silberfang. Ja. So hieß er doch auch bei uns. Ja, aber du verstehst, weil sie diesen Magier mit dem Scheiß haben. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, wäre das so, dass im Anime, also es ein Anime auf Deutsch geben würde, hätte man die Namen dann vielleicht nehmen können und das ein bisschen anpassen können. Weiß ich da jetzt nicht hin, da ist mein Glas. Moment. Und wir haben keine Freunde, oh. Du bist so unbeliebt. Ah, stimmt, ich wollte ja erstmal das hier. Das hier auch noch ausrüsten. Da haben wir drei Optionen. Aber wir können uns das Deck hier ja trotzdem mal angucken. Drachen. Nee. Nein, das war falsch. Dann muss ich wahrscheinlich extra hier rüber. Dann hier. Und dann. So. Drache. Ja, natürlich, das ist ja auch ein Drachendeck. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja gesagt, er würde nur Drachen haben, wahrscheinlich.
Wobei der ja eigentlich ganz süß aussieht. Aber weißt du, der sieht nicht so richtig wie ein Drachen aus. Der sieht ein bisschen aus wie... Kennst du noch dieses Delegator-Viech von Pokémon? Mhm. Ja, so ein bisschen sieht der aus. Ja, wieder der Phönix. Oh. Aber du willst wechseln. Nö, ich denke nicht. Ich denke, ich bleibe bei dem hier. Wobei das auch okay war. So. Aber das ist halt ein Mix. Ja, doch Mix, ja. Der hat irgendwie alles. Ja. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und hier ist zumindest das Vieh dreimal drin. Dann hier die Effekte waren ja, ja auch okay. Ich bleib bei dem Deck. Niemand mag Insekten. Er hat sein allererstes Deck gebaut. Wir werden ihn ein bisschen zerstampfen, ne? Aber er hat schon 2 Sterne. Na gut. Wie hat er die denn gekriegt? Da muss er aber sich schon ganz schön viel duelliert haben. Wäre das jetzt ein Anime, wüsste ich ganz genau, dass der Kleine nicht gewinnt. Außer der Hauptcharakter, der wir dann wären, wenn das ein Anime wäre, würde ihn gewinnen lassen. Weil es so sein erstes Spiel ist. Ja. Der lügt so. Ah, das erinnert mich an Shadowverse. Da hat jemand auch am Anfang sein erstes im Spiel gegen so also ein No-Name. Das Deck heißt mein erstes Deck. Okay. Aber wir haben eine Scheißhand am Anfang. Deswegen gut, dass wir zuerst am Start sind. Naja. Ja, das bringt natürlich nichts. Das heißt. Aber ganz ehrlich, auch wenn es dein erstes Deck ist, der hat bestimmt irgendetwas, was mehr als 500 hätte. Also hättest du die liegen gelassen. Ja. Was kommt dann hier noch? Und in der Hoffnung, dass die Karten nicht zerstört werden, weil es ist sein erstes Deck, er wird nicht daran gedacht haben. So. Gleich ist der voll hardcore, pass auf. Wie gesagt, biegt dich er hat weg. Schon 2 Sterne. Wie viele Sterne kann man haben? 3 oder? Ne, ich glaube, es gibt es 4 oder 5 sogar. Guck mal, der grinst doch schon so. Der verarscht dich nur. Geil. Mann von Keil, bla bla bla. Weißt du, ne? Ja. Yeah. Ich wollte halt nicht aussprechen. Aha, jetzt kommt seine Signaturkarte. Schon. Ein Drachen. Okay, was hat das? Ja, ich wollte ja gerade sagen, was für ein Effekt hatte das wie nochmal. Okay, nein, das ist ein Gegner. Wenn du noch Monster auf deiner Spielzeit hast, bist du mit dem. Was? Er hat erhöht einen Angriff. Ja, weil du blah gemacht hast. Ja, okay. Ah. Gut. Der hat bestimmt über einen Drachenkäfer, pass auf. Ja, aber ganz ehrlich, viel ist es ja nicht. Ja, okay. Aber 0, okay. Aber nochmal eine Tributbeschwörung. Ist das die Schildkröte? Ja. Ich dachte, er mit 0 ATK. Und da auch nochmal mit 0 ATK. Das ist der Delegator. Und ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. 0 ATK. Er hat ihn nur gespielt, weil er die süß findet. Nee, weil er sie auch von der Hand weghaben wollte. Aber 0 ATK. Dann hätte sie ja wenigstens also diesen Delegator da und die Schildkröte ja beides in Verteidigung legen können. Ja. Das hätte so einen Sinn gehabt. Ja, also woher den zweiten Stern hat, das ist... Ganz gefährlich, ja. Oh, ja. Er hat den einen Stern nur geklaut. Wie heißt eigentlich diese Karte, die du jetzt spielst? Gucken wir uns gleich an. Da. Anzler, der magische also Schwertkämpfer. Ich erinnere mich so ein bisschen an so eine ältere Karte, so, aber ich weiß nicht, wie die hieß. Aber ich hatte die auch mal. Das ist natürlich. Hätten wir vorhin brauchen können.
Weißt du zufällig, welche ich meine? Gerade nicht. Nein, ich mache. Ich bin auch mal jetzt fies. Komm her. Ich gebe unserem Kater mal kurz was. Mach das. Der Junge wird so abkacken. Ja, ich bin so fies, ne? Hau 3000 drauf oder soll ich einfach sein? Na, mach einfach Matsch. Ja, Matsch machen tue ich ihn ja noch nicht. Ja, dann hau sie auch ein. Es hätte nicht wehgetan, wenn ihr in Verteidigung wärt. Er hat doch noch voll viel Lebenspunkte. Der denkt, er gewinnt. Ja, wobei, er musste ja nur irgendeine Karte spielen, wo nochmal dein Angriff gesenkt wird, ne? Ich hätte sie mir angucken können. Jetzt wird er ganz gefährlich. Ja, guck. Nicht ganz? Nö, ich lass mich überraschen. Achso. Oh. Und warum muss die dann verdeckt sein, wenn du die Kampfposition... Nee, weil das war der Effekt war. Nein, ich wollte das selbst bei mir gucken. Das ist jetzt kacke. Es gibt Schlimmeres. Naja. Es ist jetzt nicht so, dass er gewinnt. Ja gut, es hätte schlimmer sein können. Wenn du zum Beispiel nicht in Verteidigungsposition gelegen hättest. Es lohnt eigentlich nicht. Nur wenn deins überlebt. Würde ja nicht. Nee. Bei dem einen schon, aber bei dem anderen nicht, ne? Ja, auch so nicht. Er hat nur 500 Tiefe. Ach so, okay, nee, dann nicht. Ja, gut, aber dann krieg ich jetzt mal aufs Maul. Ja, aber stell dir vor, wäre in Angriffsposition gewesen, hättest du mehr Schaden. Ja. Also doch, der grinst einfach nur so. Egal, den machst du auch fertig. Wobei, na ja, 2200. Das ist doch wieder zurück. Okay, ist wieder weg, naja. Ja gut, aber vielleicht kann er das nochmal machen. Ja und, ich brauche nur eine Monsterkarte, die ich normal spielen kann, da. Aber sogar mehr als eine. Zum Opfern? Ja. Dann bist du wieder diesen Krieger da. Mhm. Ist das ein Krieger? Ja, ne? Nur weil ich einen bewaffneten Drachen mag. Ja, die mag er wirklich. Gut. Wobei, einen davon fand ich, glaube ich, okay. Ah, frag mich jetzt nicht, welchen. Wie viele gibt's denn davon? 4, meine ich. Das ist genau wie dieses XYZ-Kanonending da oder so, ne? Die mag ich aber nicht so. Das ist ein Gundam. Oder ein Megazord. Na komm, irgendwas Sinnvolles. Haben die sehr oft im GX immer vor? Ich weiß gerade gar nicht. Ja, doch, doch, natürlich, klar. Chess, ne? Oh, nee. Ja, ja, oh, doch. Aber auch nur einmalig. Nur einmalig? Echt? Naja, danach hatte er ja diese Folgen. Ich hätte vielleicht den Angriff spielen können, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Okay. Naja, aber jetzt kannst du auch nur den einen plätten. Ja, ich würde den halt klar, ne? Weil mehr hat. Uff. Warum sagen die immer Uff? Die machen einen auf Svenny. Oder Barry. Die hat auch nur Uff. Was macht sie? Heul Uff. Heul Uff. Ist das nicht? Nein. Wenn du da hochspringst, hast du alles noch kaputt. Ja, dann hätte er dich fit runtergehauen. Ja. Ich weiß. Er nervt davon. Ich weiß nicht warum. Was hältst du davon, wenn du gleich ein Duell spielst? Schlechte Idee. Ich spiele andere Spiele. Wenn die mir liegen, ich spiele Spiele, die mir liegen. Den kennen wir.
Das stimmt. Den Totenkopf-Diener. Der war schon immer so schwach, ne? Ja. Ey, weißt du, aber nichts geht über das allererste Yu-Gi-Oh! Card Game. Das, was bei uns nicht erschienen ist. Leg einfach nur raus. Und der, der mehr Attacke hat, der gewinnt, ne? Du meinst das Bandai-Ding? Ja, genau das. Und der, der, dann hinterher musst du alle Sterne zusammenziehen, die den meisten Sterne dort gibt. nee, im Ernst, das ist ziemlich. Komm schon. I end my turn. It's my turn, I draw. Ach, für so ein Rush-Duell zieht sich das irgendwie immer noch ganz schön wie ja. Texten, ne? Was haben wir denn da? Ich will ja. So, kann ich ihn dann nämlich. Ja, ich verstehe auch immer noch nicht. Also, selbst wenn er die opfern will und so, ne? Aber mein Gott, also ich lege kein Viech raus auf Angriff, das null Angriff hat. Mhm. Außer ich habe irgendeine tolle Zauber- oder Fallenkarte, die das dann eventuell so ein bisschen. Also verhindern könnte, ne? Aber hat der Junge. Ja, wir können diese Karte. Springen eigentlich? Ja. Ah, weil wir haben ihn ja schon mal gesehen, muss er eigentlich nochmal zeigen. Als wären nur bestimmte so angezeigt. Ja, ja. Was die Ace-Monster. Ja genau, oder wenn das Monster einen Effekt hat. Kater! Dann ist das halt auch, aber das hat diese Schildkröte ja, glaube ich. Und welche wollen wir zerstören? Ene mene muach im Lieblings. Hoffentlich war es eine gute. Weiß gar nicht, mal kurz gucken. Oh, jetzt bleib mal da. Nein, nicht! Oh, nicht! Geh weg da! Ja, es ist okay. Oh, Katerchen! Mann, das muss doch nicht sein. Sei nicht so sabri! Oh Gott, heute ist er unerträglich. Ja, also war die gut, ich habe ja eben nicht gewonnen. Ja, war okay. Wieso, was hätte er machen können? Zeig dir kurz. Beziehungsweise, wenn wir ihn angegriffen hätten, hätte er uns ordentlich Schaden machen. Oder gemacht noch. Boah, naja, egal. Jetzt ist er tot. Was hat eigentlich seine Schildkröte irgendeinen Effekt? Nö. Gar nichts. Nur 1400 Verteidigung. Das ist kein Effekt. Das ist einfach. Deswegen. Achso, naja. 3100 Schaden. Ah, okay. Dieselbe Karte. Hätte er die nämlich zweimal gespielt, dann hätten wir ein bisschen mehr Schaden kriegen können. Okay, er hat ja nur eine Karte, stimmt. Ja, also, naja, egal. Ja, 1400. Naja, und er ist trotzdem tot, also. Noch nicht, aber fast. Naja, aber du kannst ja nochmal angreifen, oder nicht? Ja. Ja, dann ist er tot, oder nicht? Ist er auch. Siehst du? Katerbild, du das beste Kater will die Switch runterwerfen. Ob das das Beste ist, sei mir hingestellt. Er nervt mich. Ein bisschen gepresst. Du hast gewonnen. Geschlafen. Nein, er ist tot. Multischlag 3. Ja, weil er theoretisch zweimal angreifen kann. Ja, aber ja, hätte man ja nicht Multischlag Dragias nur nennen können, weil in Dragias steckt ja schon Drache drin. Ja. Ne? Kommt ja von Drachen und gigantisch oder so. Was hast du gemacht? Jetzt denkt er nach der Karte. Oder er guckt mal wieder irgendwo hin, weil er ein Loch sieht. Nicht tot. Er war ohnmächtig. Nee, er war tot und dann haben wir mit einer Phönixfeder wieder, mit dem Phönixdrachen wiederbelebt. Hm. Der kann das. Hör mal, ich wollte kurz eine Sache noch. Ja, geh mal ins Menü. Irgendwas war da vorhin so ein Punkt, den ich eigentlich, glaube ich, interessant fand. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Aber du klickst sowas immer so schnell weg. Das ist böse. Ja.
Menü. Das war falsch, das heißt Menü. Ja, hier, genau, dieses Duell-Quiz. Geh mal da drauf. Ich denke, es gehört dazu. Ja. Ja, willst du denn starten oder was? Das sind 20 Dinger, wo es nur Geld für gibt. Na und, ist doch gut. Kannst du ja trotzdem einfach mal. Na machen. Gut. Wir verkacken. Reduziere die Leichtmacht des Gegners auf 0, ist unser Ziel. Aber musst du ja nicht alle machen, also ein bisschen. Ja. Ey, cool, bei Barry steht da oben der Name. Ja, weil sie geschrieben hat. Achso. Pretty Hour. Ich weiß aus, aber es ist lustig, wenn die das schreibt. Schließlich bist du jetzt Pretty Hour. I summon a monster. Wie gesagt, also 40 Euro würde ich persönlich ungern ausgeben. Also so, ich weiß nicht, so 25, 30 vielleicht, aber 40, ja, naja. Ist jetzt nicht unbedingt, wo ich sage, ja. Weil wie gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viele Karten von mir waren. Ist nur das. Ah, ich gebe zu, das ist jetzt ziemlich mies. Du hast nur 100, er hat 600, ne? Ja, das ist ja egal. Warum? I summon a monster. Warum ist das egal? Weil es relativ egal ist. Fenster. Wie, was? Wo ist denn ein Katzenmonster? Hä? Ja. Und da. Das tauchte doch seltsamer bestimmt Streuner. Jetzt schon 5-6 Mal auf. Ah, Katzen gibt es schon ein paar niedliche, finde ich, in Yu-Gi-Oh! Aber halt leider nur ein paar. Ich mochte diese Katzen, Mieze, keine Ahnung. Die war lila, die war süß. Und die Rettungskatze, die habe ich auch. Die habe ich mal geschenkt gekriegt, weil die Katzen waren. Das war auch mal bei Steel, da gab es nur so eine Kitty, hieß die, ne? Die hatte nur Katzenkarten. Viele, die es gar nicht gibt, aber ist ja egal. Jo. Jetzt hoffe ich, dass ich nichts verkehrt gemacht habe. Ehrlich. Was hast du jetzt getan? Hm, gut. Achso, dann wird jetzt dein Angriff höher. Ja. Und jetzt kannst du ihn besiegen. Logisch. Ja, genau. Ich meine, er hat Ohnmacht. Naja, also man hat schon den Deck-Editor am Anfang frei, nur es wird empfohlen. Naja. Ist nicht zu nutzen. Genau. Weil man ja noch neu drin ist, blablabla. Der Drache hat übrigens einen Hals wie so ein Aal. Mhm. Ja, bitte sehr. Wow. Ich hätte irgendwie gedacht, Duell-Quiz, ne? Ich dachte erst ein bisschen was anderes. Mission gibt's auch noch mal. Ja, stimmt, aber noch was. Achso, kriegst du auch was. Achso, wenn du da was abgeschlossen hast und was Bestimmtes. Mhm. Irgendwie game-like. Nein, das Ticket hebe ich mir noch auf. Warum? Ich soll jetzt nur einen Boost eröffnen. Na gut. Da kam viel mehr raus. Vielleicht eine Rolo. Ja, ich glaube schon, ne? Die hat geglitzert. Yay! Ist das? Ich sehe immer uns gleich ein großer. Ja. Aber von welchem Spiel redet ihr gerade? Ja, er. Wo hiervon? Und war das? Da. Seventh Straßenhexe. Also das Gegenteil von dem Magier. Ja. Die hat aber keine brennenden Haare. Warte. Wir gucken doch gleich jetzt. Aber gucken wir die anderen Karten.
Ah, da hat die jetzt gar nicht geglitzert, wo du das angeguckt ja, hast. Ja, das ist einfach nur, weil es auf einer Ultra-Rare ist. Schläger. Okay. Seeritter. Es sieht komisch aus. Kampfhai. Samegalon. Samegalon, ja. Samehai. Ich gehe ja schon hin. Ich darf jetzt wieder. Eigentlich müsste... Oh, Kizo! Stimmt, tatsächlich. Ja. Das geht wirklich noch nicht. Ich dachte, er hatte irgendwie im Kopf, dass ich das hier auch ändern konnte. Ich entschuldige also mich für diese Störung. Ja, alles gut. Aber stimmt, man muss das wirklich erst freischalten. Ja, also wenn man das erst freischalten muss, muss ich auch sagen, das ist eigentlich schon dämlich, weil ja, es gehört eigentlich dazu, ne? Dass man das machen kann und das selbst... Ja, da merkt man wieder ein bisschen dieses, ja, für Kinder ist es besser, wenn sie das noch nicht können und wenn sie sich erst mal langsam herantasten. Ja, warum ist die ganze Zeit noch ein Ausrufezeichen? Ach ja, da war ja was. Ich muss ja alles einmal... Ja, sowas hasse ich auch. Kaha, ne, irgendwann so und dann auch eben Pokémon, dass man wirklich alles anklicken muss. Schon traurig übrigens, dass es mehr Platin-Trophäen gibt als Gold. Und auch als Silber. Wir können jetzt auch richtig gegen sie, glaube ich, spielen. Ja, dann machen wir nochmal gegen sie dumme Gierdeck sehen. Wobei wir ja schon wissen, dass es so musikmäßig ist. So, ne? Lädt. Das ist auch immer noch eine Sache, so, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich bei Yu-Gi-Oh! Stört, dass wirklich sämtliche weiblichen Charaktere immer so ein weibliches Thema haben. Das stimmt. Ich meine, ich kann es ja verstehen, man will ja auch irgendwie ein bisschen wobei ich sagen Mädchen muss, anziehen. Viele dieser Themen mochte ich teils. Ja, vor allem die aber, musikalischen Divas mochte ich. Woher waren die nochmal? Die waren aus Arc 5. Achso, die, ja, die gingen noch. Ah, zum Beispiel Alexis da. Ja, mit ihrem Cyber-Tütü. Das sah noch nicht besonders gut aus. Ja, klar, jetzt könnte man natürlich sagen, ey, aber Jaden hatte Birth Punitrix, ist auch weiblich. Das wurde aber zensiert. Das ist egal, aber sie ist eine Kriegerin. Und deswegen halt, also. Ja, was denn? So schlecht ist doch deine Hand nicht. Ist jetzt nur die Frage, ob sie genauso dumm ist wie vorher, als du gegen sie gespielt hast. Nee, jetzt hat sie ja ihr Deck. Da weiß sie, was gemacht wird. Ach so. Der Gegner hat mich gerade mit seinem stärksten Viech angegriffen. Na ja, ich lasse das mal verschwinden statt ein anderes, ne? Also, was hat denn das damit zu tun, ob das ihr Deck ist oder das Deck von AEXYZ? Das ist einfach logisches Denken, oder? Ja, ist es doch da. Ja, vielleicht kann die das ja nicht. Deswegen erwarte nicht zu viel. Wie viele Sterne hatte die denn? Zwei. Ich nehme mal an, dass die im Laufe der Zeit mehr Sterne kriegt und auch irgendwann Sterne, ja, natürlich, weil sie auch andere Karten kriegt. Aber findest du es trotzdem nicht ein bisschen dämlich, dass sie genauso viele Sterne hat wie dieser Junge, der sagt, ich habe mein erstes Deck? Ich meine, ist sie ein Hauptcharakter. Genau, also der Junge hätte einen Stern haben sollen und sie zwei. Oder sie hätte halt sagen sollen, sie nutzt noch nicht sofort ihr mächtiges Deck gegen uns, weil wir auch Anfänger sind. Weil sie nett sein wollen. Mhm. Aber pass auf, und dieser Luke, der hat bestimmt schon drei. Ich weiß gar nicht. Kannst du danach auch nochmal gegen ihn machen, was denn? Also bis jetzt spielt sie eigentlich genauso wie vorher, dass sie wieder eine Karte verdeckt gespielt hat und das wird keiner, hoffe ich. Komm schon. Oh, ich werde verkacken. Naja, egal. Aber damit kann ich leben. Was hättest du denn da gehabt? Eine komische Fallenkarte. Ja. Naja, eher harmlos, sag ich mal. Ja. Jetzt nicht so, man sagt, oh mein Gott, gut, dass ich die weggemacht habe. Ja, dein Armband. Ja, ich hab gesagt, hoffentlich hört es niemand. Ich war in einem Kampf.
Gucken mal, der Zug ist halt so. Schütze hat gesagt, ich darf das. Okay, let's battle. My monster attacks. Hätte ich doch einmal nur. Wobei das hier ein bisschen niedlich aussah. Ja, es sah Barry aus. Toll. Ja, und jetzt ist sie schon ziemlich... Oder? Vor allem, sie zieht noch zwei neue Karten. Warum? Da. Hä? Wie? Hm? Wieso zieht sie nur zwei neue? Weil sie drei Handkarten hat. Achso, ja. Ich dachte jetzt, du meinst einfach so. Geht doch gar nicht. Naja, trotzdem ist sie schon so gut wie weg. Ich meine, gut, das Blatt könnte sich in jedem anderen Spiel noch wenden, aber bei Yu-Gi-Oh! Ja, doch, hier in den Waschbällen geht das theoretisch. Ja gut, klar, aber glaubst du jetzt bei ihr dran? Nein. Ich glaube nicht. Ich bin einfach zu gut. Ich würde jetzt wieder nur eine Karte legen, entweder eventuell für Tribut, eventuell, oder einfach nur so verdient. Ich hatte schon einmal recht. Na komm. Wie gut oder nur so? Ich weiß ja nicht, was sie da noch hat, aber irgendwas. Sie kann alles bestimmt davon spielen, oder? Theoretisch, ja. Außer man muss Tribut. Für mich aber. KI, warum bist du so doof? Da hat eigentlich sogar dieser Zwei-Sternen-Junge ein bisschen besser, oder? Mhm. Traurig, traurig. Einfachste Antwort, sie ist ein Mädchen. Gucken wir gleich. Ich glaube, dass sie die nicht mal hat. Das ist jetzt irgendwie... Sie hat nur das hier als genau. Monster. Und hat jetzt das, was sie da gespielt hat. Hat keinen Effekt. Verteilt Küsschen. Küsschen ist toll. Wattkuss. Es ist zu süß, ganz ehrlich. Es ist ein bisschen zu. Ja, aber wo ist denn das mit Musik zu tun? Hat sie nicht irgendwie gesagt, wegen Gitarrist und so? Mhm. Na gut, dann. Ja, doch, wir haben schon gewonnen. Wow. Also sie würde ich wahrscheinlich auch noch schaffen. Vielleicht hat sie dich so lieb, dass sie dich nicht wirklich ernsthaft angreifen konnte. Das ist nicht mein Problem. Lauf auf in die Air. Allerdings hat die andere dich ja viel mehr geheilt. Ja, ganz knapp noch abgezogen, aber cool. Und er freut sich nur. Nein. Hat es nicht. Du hast nicht mal einen Punkt verloren. Nicht mal einen. Wow. Und gleich ihre Ace-Karte. Und die möchte ich jetzt bestimmt alle mal in groß sehen. Also außer das Wattkuss da. Ja, die sieht ja wenigstens noch so. Okay, es ist bestimmt wieder zensiert, oder? Gibt's zu. Ja, wahrscheinlich. Aber der Effekt ist okay. 1000 Lebenspunkte. Sieht da so aus. Guck mal, sieht da so aus. Ja, vielleicht. Wie heißt die? Prima Gitarina? Prima Guitana, der glänzende Superstar. Diese Namen. Ja, die sieht noch okay aus. Auch mit dem Zauberkarten. Ja, und da ist sie, die sie vorhin hatte. Cyber-Tipp. Und halt die. Ja. Also, es war schon... Gegen die kannst du öfter machen, dann kannst du Geld sammeln. Oder nicht? Was, wenn sie hungrig war, hat sie sich besser duelliert? Ey, wechsel mal Geistmangel mit was anderem aus. Ja, ich weiß. Schauen wir mal ihr Deck an. Wow. Und doch, sie hat einen Stern, genau wie der andere. Angriffsmaschine. Warum hat sie eine Maschine? Hm. Wir haben es nicht gesagt, Barrys Zensur. Ja.
Euer liebes Yu-Gi-Oh!-Monster. Ich weiß, sie meint liebstes. Ja, aber es liest sich halt so. Ja, und ihr Deck hat noch einen Stern. Ja, ja, weiß ich. Hat der das vorhin hatte sie aber eins. Er ist schon wieder da. Ja, ich hab schon gegengetreten. Weg da. Nein, er tritt ihn nicht. Er stupst ihn ja, nur. Ja, als an. Ob ich treten würde. Moin, moin. Hab schon gegengetreten. Hi. Ja, du wolltest jetzt nochmal vielleicht gegen Luke machen. Komm hier. Komm mal. Du willst doch eigentlich nur auf dem Stuhl, nicht wahr? No. Will ich wirklich gegen? Ja. I'll take you on. Gegen Papa Drache. Erst Mama Drache platt gemacht und jetzt auch Papa Drache. Und das andere ist Bruder Drache. Und ich glaube, sein Deck hatte gerade schon 3 Sterne, wenn ich richtig gesehen habe. Nein, 1, oder? Nein. Das andere, was du vorhin hattest, hatte nur 1. Ja, aber. Boah, dann macht er dich jetzt fertig. Kannst du ein bisschen nach links noch rücken? Jupp. Let's duel. Let's totally duel. I say it, rush duel. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Barry, abgesehen von noch willkommen nochmal. Meine Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Karte damals war Gemeinsam sind wir stark. Ich mochte diesen Titel, den Namen einfach. Ich mochte mehr den Flammschwertkämpfer. Er ist Kämpfer und er hat Feuer. Reicht. Ja. Und ich mag halt diese Katzen. Miete. Egal, diese liegt an der Katze. So. Auf jeden Fall ist es nicht der weiße Drache. Also bestimmt Karte ziehen. Wobei der geflügelte Kuribo ist ja eigentlich auch noch ganz nett, ne? Ja, es geht. Also den geflügelten sind ein bisschen besser. Und ich mag eigentlich trotzdem auch hier, oh Gott, wie hießen die hier nochmal? Auf jeden Fall fließt der eine Drache. Nicht der Rosendrachen, der ist auch okay, aber den. Ja, Erz, roter Erz und Teufel. Ja, der ist cool, Meter. Das ist ein cooler Drache. Irgendwie so. Yay, ein Kuribu. So, und dann ist noch eine Verteidigung. Also von Akteis mag ich irgendwie keins. Auch nicht den Wunderaugen, der ist mehr. Ja. Da mag ich ja wenigstens noch von Steel, Gagagamagia. Der sah fast so cool aus. Der hat mir ein bisschen an Kakashi. Nein, das kann nicht. Leg dich da hin und schlaf. Was für ein armer Kater. Ich hab ihm meinen Platz gegeben. Das sind 5 Karten. Heute aber ja, ist so. Ist Exodia heutzutage eigentlich überhaupt nicht so mächtig? Natürlich, also wenn man sie spielen kann. Ja, ich meine, aber kann man ihn nicht ziemlich gut aus. Noch. Ja. Ah, du hattest mal ein Exodia-Deck. Ja, früher. Öfter, ja. Ach, es wird ja so oft immer Karten verboten und alles limitiert. Ne? Weil Top der Gear so hardcore ist und keiner drankommt, weil die Karte nie in einem normalen Booster drin ist. Wusstest du nicht, das ist eine Promokarte? I'm setting a monster. Ich bleib beim Chaos Max Drachen auch. Das ist schon wieder. Ja, aus diesem hier Film da. Ein Drache natürlich. Nein! Gehört in einem Blue Eyes Deck. Dachte, das ist ein Hund, weißt du, weil du Hunde so gerne magst. Naja. Er hat aber wenigstens schon mal angegriffen, anders als das Mädel, ne? Also. Aber eigentlich, also ihn kannst du plätten. Sollte klar. Naja, wieso? Wenn er jetzt irgendeinen besonderen Effekt oder so hat? I summon a monster! Ich erinnere mich noch ganz am Anfang an die Zeit, wo dann, ich weiß nicht, das war nicht Cyberjaw, auf jeden Fall eine der Karten, wo
der Friedhof zurück ins Deck gemischt wurde und man quasi das ganze Duell nochmal von Anfang an gestartet hat. Die wurde auch verboten. Ja, natürlich. Nee, weil sonst hat es zu lange gedauert. Das konntest du doch nicht bringen bei der Weltmeisterschaft. Ich meine, stell dir mal vor, da dauert das schon vielleicht eine Stunde und dann fängt das nochmal an. Ja, das kann ich verstehen. Aber so im normalen Spiel will man gegen andere spielen. Aber das waren noch Zeiten. Oder das mit Yata Garasu. Ist das eine Krähe? Ja, natürlich. Wobei ich die Spirit selbst nie gerne gespielt habe. Stimmt, ich weiß übrigens, dass Barry mag. Barry mag es tun. Ja, die sind mit der Zeit auch effektiver geworden. Das ist ja wieder die Legato. Ich glaube nicht, dass es höher hat als sein anderer. Aber der hat doch jetzt irgendeinen Effekt, oder? Gucken wir nochmal, was der Feind hatte, aber nee, jetzt nicht, sondern. Da. Ja, aber ich hab's mir schon gedacht vom Namen her. Mhm. Aber ich möchte, dass du trotzdem gleich irgendwann mal eine Runde machst. Nicht wirklich. Nein, okay. Es ist Yu-Gi-Oh! Halt und nicht mein. Ja, bei Shadowlands würde ich die schon eher dran kriegen. Oder bei Magic vielleicht auch noch. Magic spiele ich doch ab und zu mit dir halt. Ja. Hatte ich ja auch vor wieder, also. Aber hat sich ja nicht ergeben, weil. Da fällt mir auch ein, wir haben die neuen Pokémon-Decks noch gar nicht gespielt. Ja, weil wenn man Karten spielt, braucht man aber Ruhe. Und die hatten wir ja nicht, weil. Ne? Oder nicht? Mhm. Weil ich meine, man kann ja nun wirklich nicht irgendwie Karten spielen, wenn man die ganze Zeit. Wie sage ich immer so schön? Festluftfarmer, ne? Ja. Ach ja, wir wollten uns auf diesen Drachen da mal angucken, weil wie gesagt, ich erkenne den gar nicht so. Und welchen? Ja, dieses braune Ding da. Achso. Ah, den anderen kannst du auch mal angucken halt, aber. Krieg mal so frei. Bitte sehr. Was ist denn da drauf? Also da oben. In zwei Beine quasi. So richtig quasi. Drachen sieht es ja nicht aus, ne? Also eher so Echsen-mäßig. Ja. Was ist daneben? Achso, ja, den haben wir ja schon. Ja, der geht. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Drachen-Diablo. Das geht ja nur. Ich konnte halt nur eine Feinkarte aktivieren. Kann man nur noch eine? Es wirkte gerade so, ich konnte jetzt nicht beide zusammen kombinieren. Aber gut, damit habe ich rein theoretisch schon gewonnen. Naja, aber wenigstens hat er ein bisschen mehr gemacht als das Mädel auf jeden Fall, ne? Also ich. Es kann sich immer noch was tun, natürlich. Das will ich jetzt noch nicht abstreiten. Naja. Aber ich sag rein theoretisch das. Ach ja, stimmt, da gab es gar keine Ketten. Ja, gut. Das erklärt. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch irgendwas aus dem Hut zaubert. Sicherlich nicht. Also ich meine, möglich, ja, klar, natürlich. Aber ich glaube nicht. Was regst du dich so auf? Naja, die Karte hätte ich eher lieber auf der Hand gehabt. Besonders auf dem Feld. I'm gonna win!
Ja, ein bisschen Schaden machen wir trotzdem. Ein bisschen ist gut. Er hat halt dann noch Pause. Also ich glaube nicht, dass er das noch aufnehmen kann. Wäre das jetzt irgendwie schon weiter so in der Story? Ich denke, Story, ja. Gibt's ja. Dann denke ich schon, aber ich denke, dafür ist die KI jetzt nicht so. Oh, direkt auf den Will. So. Das ist die Benachrichtigung immer auch so sehr wegdrücke, weil ich von alleine. Ja, aber es ist auch wie gesagt ab und zu, also mich stört ein bisschen diese großen Sprechblasen. Ja. Also wenn da jetzt so geht's, aber wenn die dann nur ein Wort wie ah oder was? Naja. Ja. Meiner Meinung nach hätte es auch ohne diese Sprechblasen da ausgekommen. Das hätte einfach so am Rand stehen können. Okay, nur eins. Das hier wieder. Wow, mehr hat er nicht? Ey, du hast noch drei Karten, aber leg nicht. Ah, doch, er legt noch was. Naja, bringt ihm auch nicht viel. Na, vor allen Dingen, dass da nicht mehr Laden steht, sondern überlegen. Hm. Naja, das war ja wenigstens nicht ganz so dumm. Aber hat er auch nur gemacht, weil er am meisten Angriff hat. Ja. Naja, er hat doch alle Karten wenigstens benutzt. Nee, 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 nee. Oh nein! Jetzt verliert er nochmal 400. Gekitzelt. Ey, du bist das Tod, aber hat gekitzelt. Na gut, damit sollte ich trotzdem gewonnen haben. Er hat dir ein bisschen Schaden gemacht. Ist dadurch effektiver als das Mädchen gewesen. Ja. Naja, wobei, hast du wirklich schon gewonnen? Ja. Wieso? Zeig ich dir gleich. Ich hab gesehen, dass ich mit der Hand auch noch was reißen könnte. Ich weiß ja nicht, ob es Bonuspunkte gibt, wenn ich ein bisschen mehr mache. Beim Mädchen hast du aber auch noch 400 gekriegt, ja. Und die hast du platt gemacht. Ja, jetzt hätte ich auf jeden Fall gewonnen. Ich habe auch so schon gewonnen. Ja. I tribute one monster to tribute summon. So. Naja, gut, aber immerhin hat er ein bisschen mehr gemacht. Darf ich jetzt kämpfen? So. This duel helped me improve my game. I attack you directly. Musst du nicht drücken? Muss ich nicht, kann ich aber. Dann geht's schneller. Mhm. Dein Geist war strahlend. Ja, 500, wow. Aber wir haben den nochmal, nein. Relativ schnell, ne, irgendwie. Ja. Ohne das kann er nichts. Ah doch, beim Ladebildschirm kommt noch andere. Ich habe auch nur Karten, die wir haben. Ach, jetzt bist du nur Kumpel, aber ich dachte, er ist Drachenpapa, dann wird Papa doch das Kind. Oder nicht? Mhm. Babydrache. Ach stimmt, den Babydrachen mag ich auch. Der war immer süß. Hey, wir können uns noch einen Booster kaufen. Dann tun wir das noch. Was ziehen wir denn hier?
Nichts Besonderes schon mal. Naja. Ich denke auch, am Anfang kriegst du auch nicht so viele. Achso, ich dachte, die gucken wir uns nochmal an. Die hatten wir doch schon mal gesehen. Alle? Ich meine ja. Ja gut, aber stand doch nicht neu. Ja, hast recht. Ja. Jo. Ich denke, das hat jetzt eigentlich für so einen Einblick gereicht, ne? Gespielt hätte ich den Blauigen wahrscheinlich sowieso nicht. Warum nicht? Ja. Weil... Ja. Ich mag ihn zwar theoretisch, aber er hat halt keinen Effekt und würde dann nicht recht wenig bringen. Also wie gesagt, im Prinzip, obwohl es Rush-Duell heißt und auch schon schneller geht und besser spielbar ist, ne? Aber so hier in dem Spiel zieht sich das immer noch durch diese ganzen Textsachen. Also. Aber spielerisch geht es halt ein bisschen flotter. Ja, ja, habe ich ja eben gesagt. Willst du noch einen machen? Ach ja, ihn noch mal. Müssen wir? Nein, können wir spielen. Kann man ja, offscreen machen. Ja. Wir haben jetzt halt nur nichts von der Story gesehen. Du hättest ja auch den schwarzen Magier, den hättest du ja theoretisch auch sehen können. Den gibt's ja auch, ne? Ja, aber ich glaube nicht in dem Set. Nee, ich meine nur generell im Spiel. Ja, ja, natürlich. Ich suche erstmal die ganzen Items, die hier irgendwo rumliegen. Was sind das für Items? Unter anderem Tickets für Booster. Wie ist die Steuerung? Abgesehen halt ein bisschen vom Drift, ist es okay. Dann ja, der Drift hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Genau. Aber besonders schön sieht es halt einfach nicht aus. Also auf dem DS und auf der PSP sah das schon schöner aus für die damalige Zeit. Andererseits, das willst du da auch groß machen, ne? Aber es hätte ein bisschen besser angepasst sein können. Ja gut, es ist eigentlich ein Low-Budget-Spiel, muss man halt. Ja, deswegen stört mich das ja auch in dem Punkt, dass man dafür 40 Euro bezahlt, weil, weißt genau. du? Ich meine, es ist nicht schlimm, so wie das Spiel aussieht, sieht es halt aus, es ist nicht so dramatisch, es geht ja überwiegend sowieso nur um die Karten halt, ne? Und wenn man die halt will, man spart ja mehr Geld, als wenn du die ganzen Karten einzeln kaufst, aber es ist halt eben schon blöd. Und doch, da, drei Sterne sein Deck. Ah, okay. Aber weil ich, und sie hat zwei. Auch, ja. Ich glaube, bei uns gibt es die Karten noch gar nicht. Diese Rush-Karten? Nee, gibt es bei uns auch, soweit ich weiß nicht. Ich glaube, in Amerika vielleicht, aber bei uns nicht. Ja. In Amerika gibt es, glaube ich, das auch auf Crunchyroll mit Untertitel, glaube ich. Naja, also was hältst du denn da... Nein, nicht jetzt. aber was hältst du denn davon? Wir könnten ja morgen dann auch nochmal einen Stream machen. Morgen kommt drauf an, wie mein Arzttermin war. Ja, ist klar. Aber entweder könnten wir dann ja Monster Ranger einfach mal reingucken. Nee. Doch, das gehört auch mit dazu. Du hast es nicht umsonst drauf, aber also... Aber da hatten wir schon was zu. Ah, nicht den einen Teil, nur den anderen. Ja und? Aber trotzdem kann man es ja mal kurz... Man kann es ja kurz machen. Wir sehen es ja, wie es wir machen. Und dann kann man ja wechseln zur Stelle. Ja, mal gucken. Aber gut, das reicht trotzdem, denke ich, erstmal für einen kleinen Einblick. Ja, genau. Abgesehen davon, dass wir keine Maxi-Karten hatten. Ja, da hast du aber selbst am Anfang gesagt, du gehst davon aus, dass er da nicht hinkommt. Ich gehe nicht davon aus, mir war es klar, weil es erst zum Ende hin quasi... Ja, weil das Tutorial auch vor allen Dingen... Das hat sich so gezogen! ...in Anspruch genommen hat. Das Tutorial ist definitiv negativ, also. Ja, vor allem ein dreifaches Tutorial quasi. Ja. Statt alles schön im einen erklären oder sonst was. War ja sonst auch immer so, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich habe nicht viele Yu-Gi-Oh! Spiele gespielt. Also ich habe die ein paar so für PSP habe ich gespielt gehabt. Da gab es auch sehr viele bei uns damals, diese ganzen Tech Force-Spiele. Ich will wieder ein Spiel haben, was so gut ist wie Forbidden Memories, also von der Story her. Naja, aber dafür war das Spiel scheiße. Ja, wobei es hat seinen Reiz. Naja, geht so. Ja, aber es passiert halt mehr auf. Und so alles. So wie wir es gespielt haben, spielt man es auch eigentlich nicht. Mit den ganzen starken Viechern im Deck. Ja, doch, kann man ja. Kann man ja, hat man ja. Naja, jedenfalls erstmal danke fürs Zusehen. Hoffentlich hat es so ein bisschen Spaß gemacht und der ein oder andere, der das Spiel nicht hat, vielleicht überlegt er sich, ob er sich holt oder nicht holt. Ja 40 Euro ist auch viel zu viel. Ja, finde ich halt auch. Also, wie gesagt, so 20, 25, ja, gut. Ich sag mal so, vielleicht kann man irgendwann nochmal was dir zu so zeigen, wenn du möchtest. Also. Wenn du dann noch mal ein bisschen weiter bist. Ja. Oh gut, dann noch einen schönen Restabend.
Ja, und dann schauen wir mal, falls wie es morgen aussieht. Falls wir uns morgen nicht hören, schönen vierten Advent. Hey, morgen ist aber erst Freitag, also wir könnten noch Samstag. Nein. Ja, gut, wir sehen uns, falls wir uns diese Woche nicht mehr hören. So. Ja, so ist besser. Ah, ich denke schon, dass vielleicht einer noch kommt. Also die Chancen sind 50-60%. Also dann. Vor allem, wir müssen auch noch einen Wake weitermachen. Ja, aber das ist noch gut. Ja, dann auch. Bye, bye. Bye, bye.